Kann es sein, dass du den Lob schon erlernt hast? Jep, so ist es, Meister Lupfer. Dann leg mich in meiner Vermutung richtig. Lobs bereiten riesiges Vergnügen, nicht wahr? Auf jeden Fall. Die Antwort ist korrekt und verdient eine Belohnung. Hier, nimm meinen legendären Lobwitches. Greif nur, ich werde nie wieder... Ich habe noch mehr. Frag nicht, wie viele. Vielen Dank! Du hast einen Lobwedge erhalten. Dann nun zum exklusiven Kreis derer gehörst, die einen Lobwedge in ihrem eigenen nennen können. Möchte ich dich an jemanden weiterempfehlen. Was hältst du davon, meinen geschätzten Mietmeister, Meister Buffer einen Besuch abzustatten? Okay. Prächtig, dafür bräuchtest du ein kleines Empfehlungsschreiben. Hier hast du es, bitteschön. Du hast ein Empfehlungsschreiben erhalten. Ah, das sind also wirklich drei Personen, nicht nur einer. Oder er tut nur so. Wo genau ist Weid? Ja, ich dir leider nicht sagen. Dupfer ist ein mächtig mysteriöser Meister. Wobei, du könntest ja mal auf dem Dünenweller Übungshände nach ihm schauen. Da soll mal gesichtet worden sein. Dein Wissen öffnet dir ganz sicher neue Wege. Weg voller Ruhm, Ehre, Anerkennung und Lob. Wedges. Perfektioniere deine Lobkünste. Das werden wir gleich machen. Ich laufe da einfach mal hin und rüste noch den passenden Schläger aus. So, nun bin ich hier auf dem Dünenweller Übungsplatz. Doch wo ist er denn? Da steht er ja. Dich kennen wir ja schon, doch du hast mich abgewiesen. So, aber jetzt nicht mehr, oder? Nanu, ein Empfehlungsschreiben von meinem Meister Lupfer. Lass mich prüfen, ob das Ding auch nicht gefälscht ist. Hui. Steht er ja also darauf, wie man einen Lob schlägt. Doch was du nicht weißt, ist, wie viel du nicht weißt. Ja, möchtest du Duffs erlernen? Ja, sehr gerne. Doch cool, dass die immer so nah haben. Eine Chance hast verdient. Eine kleine Prüfung vielleicht. Wenn du mit deiner Duff-Fertigkeit, wow, 3 Fs, krass, beweisen kannst. Sehr, sehr, immer sehr, sehr selten. Los, mir nach. Wohin entführst du uns? Und damit jetzt wirklich mal offiziell willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Golf. Um den Duft zu meistern, musst du zunächst die Geheimnisse des Treffmoments ergründen. Die Kunst, den Ball mit perfektem Timing zu schlagen. Und diese werden dir fachmeisterlich beibringen, jawohl. Zeige auch zuerst für mich 3 Bälle in den Kübel auf den Gesichtsfelsen dort. Fürchte dich nicht, denn der Duff-Anzeige soll deine Hand sicher leiten. Wenn sicher die Kreise überschneiden, so schwinge, dann wird der Duff dir hold sein. Noch etwas, um den Ball hochzuschlagen, solltest du viel Kraft schwingen. Peile eine Weite an, die dir zu hoch erscheint. Dann soll es richtig reichen. Die Duff-Anzeige ist nun freigeschaltet. Okay, ein bisschen höher hat er gemeint. Dann. Ah, so. Ah, das ist echt cool. Alright. Mach ich hier so. Perfekt. Ja, let's go. Perfekt und trotzdem nicht. Dann mach ich mal stärker. Okay. Dann hat er mir aber ganz, okay, Zeit, würde ich sagen. Dann noch ein letzter. Das ist ganz interessant, dass man jetzt 3-mal sozusagen dann A drücken muss. Aber ist ja echt cool. Vortrefflich. Ein Bilderbuch, Lob. Doch ohne, es geht noch höher. Und ob, mein Lieber. Drücke erneut, X. um mit den Füßen ein wenig breiter zu stehen und etwas ungeahnt Tolles zu verführen, nämlich ein Superlob. Und nun ein Zwerg, spiele 3 solche Superlobs und befördere den Ball in jenen Kübel dort, mich auf den Gesichtsfelsen thront. Okay. Ja. Na dann, let's go. Perfekt ist echt schwierig, muss ich sagen. Okay, also ist ja ultra hoch. Mega geil. So. Das war jetzt knapp, ne? Ja gut, aber es ist tatsächlich noch sehr, sehr, sehr easy gemacht, sag ich mal. Aber ja, das freut mich natürlich. Das könnte jetzt ein bisschen zu wenig sein. Das war fast ein perfekter. Nee, es war echt fast perfekt, würde ich mir meinen. Meisterlich, wie rasch du die Kunst erlernt hast. Der Duff liegt wahrlich im Blut. Dann bleibt mir nur noch das komische Geheimnis zu wissen, wie genau denn der Duff letztendlich seinem Duften Duff werden lässt. Okay. Sehr verwirrend, diese Meister. Achte nicht auf den Ball, achte nicht auf die Schlagkraft. Derlei Lappalien kümmern den Duff nicht. Nimm den richtigen Stand ein und glaube, vertraue, werde eins mit dem Duff. Okay, du bist ultra weird. Nun schwing den Schläger wie sonst auch. Doch achte auf die Duff-Anzeige, vertraue dem Gelernten,
Denke an dein Timing und dann immer feste Duff. Okay. Uiuiui, das war jetzt schon fast zu knapp. Hurra, ein Riesenerfolg. Das war mir jetzt auch echt zu spontan. Ein herrlich gelungener Explosionsschlag aus sandiger Lage, hervorragend auf dem Duff-Anzeiger abgestimmt. Du selbst siehst, wird jene Technik in manch einer Situation auf dem Golfkurs Gold wert sein. Ja, um einige. Yo, ist ja ultra geil, wenn man im Bunker ist zum Beispiel. Mir scheint, du bist bereit, eins geworden mit dem Duff. Jetzt, ich sehe Großes in deiner Zukunft. Meister Lupfer hat weise gehandelt, also deine Empfehlung mitgehabt. Dankeschön. Mögen dir deine neuen Kniffe auf dem Platz gute Dienste leisten. Vergiss nie, den Duff auf seine Kiste zu ehren. Ob Lob aus deinem Bunker, ob Explosionsschlag im... Na, du wirst schon sehen, wo du diese Technik am besten bewährt. Auf jeden Fall. Warte schon darauf, mit zahllosen Erfolgen zu hören. Cool, also durch die wird man wirklich so richtig krass im Golfen. So, wir sind tatsächlich schon wieder Level 56 jetzt. Aber jetzt da möchte ich mal die Kontrolle ein bisschen beibehalten. So, weil das geht ja nicht, dass die jetzt plötzlich auf, keine Ahnung, 4 am Schluss runtersinken. Alright. Kehre zum Trainer zurück, der dir den Lopf lernte. Alles klar, das machen wir doch. So, Hallöchen, ich kann jetzt alles, ich habe alles erlernt. Grüß dich, Noni. Ich weiß ja immer noch, wie du den Lob beigebracht habe. Da konntest du Meister Lupfer finden. Ja, ich habe alles erlernt. Zum Rasen... Was? Rasenstriegel nochmal. Ist das etwa ein Lobwetsch? Ein Lobwetsch? Hat Meister Lupfer dir da etwa geschenkt? Du musst ihn ja echt aus den Socken gehauen haben. Oh ja. So viel Talent und so viel Fleiß auf einmal. Da hast du wirklich ein großes Lob verdient. An dir sollten beide Kerle mit einem Schnurrbärtchen mein Beispiel nehmen. Wie auch immer das ist. Stattdessen schleichen sie den ganzen Tag nur rum, ohne je Golf zu spielen. Wer kann das wohl sein? Zwischen Front und Back 9 gibt es eine Straße, die direkt zur Statue führt. Diese Typen haben dort ganz schön herumgeortet. Sie wollen dort angeblich auch mehrfach vom Blitz getroffen worden sein. Das ist kein Wunder, dass unsere Stammspieler das Gebiet vermeiden. Ach cool, endlich kommen wir zur Statue. Ich hab das Gefühl, ich weiß schon recht genau, wie man da hinkommt. Nämlich bei der Back 9 diesen Berg nach oben oder halt das, was wir noch nicht gesehen haben. Aber unser toller Pfeil, der ja immer vor uns rumliegt, der zeigt uns ja immer, wie wir es machen müssen. Ach, nicht hier. Oh, okay. Ah ja, da haben wir ja diese Nachricht bekommen. Wir haben noch nicht so viel Kraft, weil wir noch nicht diese drei Techniken können. Jetzt können wir sie aber. Also, let's go. Tatsächlich war Luigi und Wario. Dieser blödsinnige Ritter. Hat er uns etwa wieder geblitzt? Lass den Mist, du Blechdose. Mann, ich fühle mich jedes Mal durch die Mützenpresse gejagt. Stimmt. Was haben wir dem Kerl überhaupt getan? Ich bin total platt. Wenn wir ihn finden, will er meine ganze Energie zurück mitziehen sehen. Jawohl, dem Ganzen zeigen wir es, Mann. Irgendwie werden wir uns dieses Blitzschwert schon schnappen, so viel ist sicher. Ganz an meine Meinung. Gehen wir zurück zum Clubhaus, um uns vorzubereiten. Okay, Mario, Waluigi und mich ignoriert ihr einfach. Begib dich zur Statue, wo auch immer die sein mag. Da vorne, ne? Tapferer Golfer, willkommen in meinem Reich. Auf dich wartet 3 große Prüfungen. Bestehe sie und meine Macht wird dir zuteil. Zuerst die Prüfung der Weite. Schlage 3 Blitzkugeln in Folge, sodass jede innerhalb eines Zielkreises landen bleibt. Liegen bleibt. Soll ich mich jetzt aktiv vom Blitz treffen oder lassen? Also, so habe ich es zumindest verstanden. Oh ja, krass. Ich probiere es mit dem ersten. Da muss auf jeden Fall nicht viel hin. Okay, aber man hat anscheinend genügend Drive, wie ich sehen kann. Ich habe es genauso nochmal gemacht, ne? Ja. Wisst ihr, was krass, wenn man so alle auf einmal sozusagen machen müsste. So, jetzt soll es aber passen. Sehr gut, also sehr mega cool. Blitzbälle einfach. Da kommt denn auf sowas? So soll es passen. Nee, verdammt. Es hat sogar fast das andere. Krass. Na dann ein bisschen weiter noch. So vielleicht. Das war, glaube ich, genauso. Danke. Finde ich auch. Also das ist geil, einfach 3 große Prüfungen, die wir jetzt beschreiten müssen. Ja, ja, doch, das wird schon passen. First try. Haben wir es? Ah, ne, den ersten haben wir immer noch nicht. Ups.
Da kann ich tatsächlich schon gleich mal einen Lob ausprobieren, aber es ist gar nicht nötig, weil ich anscheinend jetzt drin bin. Coole erste Prüfung, wir haben es geschafft, ohne vom Blitz getroffen zu werden. Zumindest bis jetzt. So, und oh, fast ein Level up. Schade, sehr, sehr knapp. Alright, sehr interessant. Die haben es also bis jetzt noch nicht geschafft. Ich lobe deine Künste, so mach den Dänen bereit für die zweite große Prüfung. Okay, ah, jetzt sind die ersten Dornen weg. Ich hoffe, wir machen jetzt gerade hier nicht den Weg frei für Wario und Waluigi. Das würde ich nämlich gar nicht fühlen. Aber das ist ja interessant. Da vorne sieht man nämlich schon die Statue. Das ist sehr interessant aus. Ich kann es noch nicht ganz erkennen, was das darstellen soll. Ja, eine Göttin, aber... Ah ja, in einer Rüstung, glaube ich einfach. In einer riesigen. Hm. Ja, ja, so eine Ritterrüstung. Okay, crazy. Geht denn jetzt plötzlich ab hier? Du musst über einen Lob-Wedge verfügen, um alle großen Prüfungen bewältigen zu können. Ja, habe ich. Alles gut. Kriegen wir hin. Heißt, wir müssen den jetzt auch benutzen. Gib dich zur Statue. Oh, habe ich den nicht ausgerüstet oder wie? Kann das sein? Das ist ja mal ein Ultra-Fail, Leute. Na dann, gehe ich mal kurz den ausrüsten und wir sehen uns wieder hier. Wage nun die Prüfung der Höhe. Spiele den Ball über den Wall. Aus Wasser und tritt dreimal in Folge eine der Zielscheibe. Aber jetzt, Leute. Jetzt können wir das Ganze machen, denn ich habe meinen Lob-Pfleger ausgerüstet. Ich verstehe nicht, warum der nicht automatisch ausgerüstet wurde, aber okay, I guess. So, wir haben es auf jeden Fall. Schlagart. Lob, Superlob. Perfekt. Wo muss ich denn reintreffen? Ich versuche es erstmal hier. Ich sehe gerade volle Stärke, dann mache ich das doch. Dollarle. Ah, hab ich vergessen. Das sollte passen, oder? Sehr, sehr cool. Wir müssen vor allem drei in Folge treffen. Oh Gott, warum ist der jetzt so groß? Fast volle Stärke. Sagen wir mal, ja, ungefähr die Hälfte. Ah, ich habe mir auch falsche Schlagkraft ausgerüstet, so. Superlob. Jawohl. Ah, okay, ich muss mit einem normalen machen. Weil Superlob kommt da vermutlich gar nicht an. Heißt, fast voll aufgeladen. Oh, fast perfekt. Und damit haben wir das. Sehr gut. Und beim dritten kann ich jetzt aber nochmal einen Superlob machen, ne? Ja, sehr gut. Sogar volle Aufladung. Und, oh mein Gott, ein perfekter. Perfekt, Alter. Landet auch genau in der Mitte. Super. Damit haben wir die zweite Prüfung bestanden. Ich hoffe, die Statue lässt sich jetzt mal, lässt sich uns von uns betrachten. Oder keine Ahnung. Oh. Ah ja, komm. Wir können jetzt 200 Meter offiziell schlagen. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr praktisch, wenn wir nochmal eine Qualifikationsrunde spielen müssen oder so. Ritterlich, du darfst die dritte Prüfung nun gestellt werden. Alright. Doch was ist sie denn? Die dritte Prüfung. Direkt bei der Statue, die tatsächlich ein Ritter ist. Wohlan, zur Prüfung des Timings. Wäre mithilfe von Duffs meine Blitzangriffe innerhalb des Zeitlimits ab. Wir beginnen. Okay. What? So viel zum Thema Statue. Das ist ja crazy. Sie lebt, die Göttin. Und davon wurden sie also vom Blitz getroffen. Naja, ich hoffe, wir bestehen sie. Sprinten, na klar, kann ich ja. Okay, da hoch komme ich gar nicht. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Alarm. Er hat ja gesagt, ich soll abwehren, aber wenn ich nicht schießen kann. Oder kann. Ach, von dort kann ich wahrscheinlich schon schießen, oder? Nee. Kann nicht schießen, ich kann sprinten. Ah, so komme ich da hoch, wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Oh, oh, oh. Ah, okay. Von diesen Spots da also geht das. Geht aber auch nur beim aufgeladenen Schlag, deswegen werde ich jetzt hier chillen. Weil es wahrscheinlich von hier funktionieren wird. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Alright. So, dann müssen wir noch mal kurz warten. Genau, jetzt.
Was muss ich jetzt machen? Oh mein Gott, ich hab so... So, oder? Ja, okay. Anscheinend. Das war nicht schlecht. Ich bleibe hier stehen, weil er hier das eben ist. Oh Gott, eine Gewitterwolke. Ja, davor sollte man auf jeden Fall Respekt haben. Jawohl. Okay, obwohl, das hat er wahrscheinlich sogar öfter schon gemacht. Ich frage mich auch... Okay, das haben wir jetzt gerade als Bestätigung. Ah, das sind so Abschlagteile. Okay, was muss ich jetzt drücken? Ah, okay, das kommt immer automatisch. Alles klar. 2 von 3 Treffern haben wir bereits. Sehr cool. Und jetzt sehe ich gerade, dass die Wolke... ich mache jetzt hier so perfekt wie möglich. Jawohl. Ihr seht es hier. Ja, verdammt. Oh, ich lebe noch. Oh, das hat mir, glaube ich, gerade 1 Minute abgezogen. Aber hey, wir haben es jetzt sowieso. Wenn wir es richtig timen. Ganz interessant. Erinnert mich ein bisschen an Ganondorf aus OOT. Aber ist mega cool. Geschafft. Jawohl. Wir haben sogar die Göttin bezwungen. Kriegen dafür auch ein weiteres Level ab. Ja. Alright. Dann bleibe ich gleich dabei. Obwohl, komm. Wenn wir mehr Ausdauer dafür haben, dann ist das okay. Ausdauer fehlt ja jetzt auch nur noch 3 bis 4 Mal. 4 Mal, glaube ich. Ja, das passt auf jeden Fall. Trefflich. Somit hast du meine Macht. Nun die deine. What? Du hast das Blitzschwert erhalten. Ah ja, jetzt hält's gar keine mehr. Haha, ihr seid zu spät. Potzblitz, dieser fiese Typ hat uns unser schönes Schwert weggeschnappt. Pah, ich kann seine Macht spüren. Ey, Chef, sag mal, was willst du eigentlich mit Vergar mit dem Teil? Ist doch sofort total wertlos. Recht hat der Spargel. Weißt du überhaupt, wie man mit einem Schwert umgeht? Und deswegen gibst du den bitte nicht. Du willst das Ding ja wohl nicht einen Golfschläger durch die Gegend schwingen, oder? Ja, Schwerter sind gefährlich, vor allem das Ding da. Wie es aussieht, kann das ja Gewitterwolken herbeizaubern und es zum Blitzen lassen bringen. Ach, jetzt ist hier, glaube ich, auch schönes Wetter, oder? Angeblich soll es mit dem Schwert den ganzen Himmel mit Wolken verdunkeln können, auch wenn vorher nur der Sonne da war. Moment, das heißt ja, das Ding ist genau das, was wir brauchen, um diesen Schatz zu finden. Ah, ich weiß, worum es geht. Schatzecke. War Luigi, klär doch nicht einfach alles raus. Mann, Wadi, du machst mir viel Sorgen. Am Ende lachen wir nur wir. Wirst schon sehen. Waha. Warte, dass wir... Das war noch nicht alles. Waha. Siehst du, klappt jetzt schon ganz gut mit der Lacherei. Nein. Ich glaube, der Kerl hört schon lange nicht mehr zu, aber auch egal. Bis neulich da, Golferchen. Pass gut auf das Schwert auf, ja? Wir wollen, dass blitzt und, naja, hauptsächlich nur blitzt. Okay, dann müssen wir jetzt, was wir als nächstes vorhaben. Vorsicht. Verzeihung, ich bin das nicht gewohnt, auf solch würdige Widersacher zu treffen. Ich musste mich erst einmal sammeln. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, du hast die großen Prüfungen bestanden. Diese Reaktion. Nicht nur deine Stärke ist wahrhaft ritterlich, auch dein Herz ist voller Güte und Edelmut. Lange wartete ich darauf, jemanden wie dir zu begegnen, einen tapferen und gute Seele, die dieses Land rettend vermag. Oh, was? Erlaube mir, die verzwickte Lage zu erläutern, in der wir uns befinden. Du bist gewiss schon der extremen Wetters gewahr geworden, das dieses Land plagt. Wenn nur jener als Bowser bekannt Held aus seinem tiefen Schlaf erwachen wird... Verzeih, ich wollte von vorn beginnen. Was ist das denn? Der verschneite Gipfel, der sich dort diesem Lande erhebt, ist der sich sehr anvertraute Anblick, nicht wahr? Er nennt es Berg Puderhut und ist der Herrschaftsgebiet des Schneekönigs. Dieser Erdschucker hat dort über Jahre Schneestürme wüten lassen, die alles vergeisten, bis zum großen Held Bowser die Macht des Feuers verwalten ließ. Diese Macht weckte den ruhenden Vulkan wieder zum Leben. Lavaflüsse wärmten die Region auf und der Schneekönig war besiegt. Was? Bowser ist nett? Gelobt sei Bowser, seine Ankunft hat dem Land das heiß ersehnte Frieden, den Frieden wieder zurückgebracht. Ach, wäre damit die Geschichte doch schon zu Ende erzählt, dies nämlich mitnichten. Das wärmere Klima hat ungeahnte Auswirkungen, so bliesen starke Winde die Samenkörner der Schlummerblumen durch das Land, was letztendlich Bowser zum Verhängnis wurde. Als er an einem Strauß dieser Blumen roch, verfiel er in tiefsten Schlaf, aus dem er noch nicht wieder erwacht ist.
Im Reich der Träume gefangen schwand Bowsers Macht des Feuers stetig. Gewiss versiegte sie auch der Vulkan. Traurig, dass der Schlummerbaum zu diesem Unglück beitrug, hat stets lindernden und erquickenden Einfluss auf das ganze Land. Lang galt als ewiges Zeichen des Friedens in diesen Landen. Dass er nun eine Quelle des Unbill ist, verschlägt mir die Sprache. Verzeih, ich war wohl sehr in meinen Gedanken über den Schlummerbaum vertieft. Ich habe dir die Macht verliehen, den Puderhut zu retten. Nun obliegt es dir, dessen Gipfel zu erklimmen und dem Schneekönig das Handwerk zu legen. Der böse Schneekönig nähert sich unaufhaltsam Bowserburg. Wenn er jene erst mit Eis überzieht, steht ihm nichts mehr im Wege. Der Schneekönig-Plan durch darf nicht gelingen. Daher musst du die Feuerfurie finden, die in Dünville lauert. Jenes furchtbare Monstrum hütet ein Juwel, in dem das Macht des Feuers schlummert. Mit dieser könnten wir den Schneekönig die Stirn bieten. Dem Blitzschwert wohnt meine eigene Seele inne, ganz so wie eine meiner Leibe. Fühlst du es, so ist es, als sünde ich selbst dir bei. Und nun höre den Auftrag, den ich dir gebe. Das Feuer wohl ruht samt seiner grauenvollen Hüterin an einem Ort, den man den Schatzeck, das Schatzeck nennt. Reise dorthin, um die Bestie zu stellen. Das Schatzeck liegt in Dünenwelt, spute dich und finde die Macht des Feuers. Noni! Wenn man immer schon den Pfeil sieht. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Wo hast du denn so lange gesteckt? Alles in Ordnung? Und hab ich dich nicht gerade irgendwie im Sprechen hören? Ja, ja, Göttin und so. Bitte mit der Statue. Ah, guter Witz. Aber es ist so. Ja, habe ich mir wohl gehört. Naja, ist ja auch niemand hier. Aber komisch irgendwie schon. Aber sie donnert es und blitzt es hier. Aber es würde die Welt untergehen. Aber plötzlich ist der Himmel hier mucksmäuschenstill. Nein, Sachen, Wetter überrascht mich hier wirklich nichts mehr. Komm, lass uns ins Clubhaus und einen heißen Kakao trinken. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, lieber Toad. Nach dieser Aufregung haben wir das, glaube ich, bitter nötig. Reise zum Schatzeck. Ah, okay, das ist jetzt tatsächlich gleich die Aufgabe. Das Wetter in letzter Zeit gab einem wirklich Rätsel auf. So viel Regen zur Trockenzeit gibt es hier noch nie. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, Leute, dann haben wir doch einen Arbeitsauftrag, sag ich mal, für die nächste Folge bereit. Sehr interessant, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt noch, ich sag mal, sowas hier ankommt. Ich dachte, die Story ist, yo, du wirst hier Golf-Champion werden und das war's dann auch schon. Damit hat sich die Sache. Aber steckt tatsächlich mehr dahinter. Jetzt, denke ich mal, rackern wir so nach und nach die Kurse ab, die noch fehlen, wie zum Beispiel die Schatzecke oder auch in Schroffstein gibt's noch ein bisschen was zu holen. Bis wir dann auf den Berg gehen, den Bowser wecken. Sehr interessant, das ist jetzt irgendwie das Größte, was sich so verändert hat, dass Bowser wirklich gerettet werden muss. Da geht's auf jeden Fall hoch zur Schatzecke. Aber das werden wir in der nächsten Folge von Mario Golf Super Rush haben. Mehr machen. Ich weiß, der Part ist jetzt etwas kürzer, aber ich finde, vom Inhalt passt es jetzt perfekt, hier einen kleinen Cut zu machen. Und deswegen tun wir das. Im nächsten Teil geht es hoch zur Schatzecke, wo wir die Macht des Feuers suchen und irgendeinem Ungeheuer anscheinend begegnen werden. Ich bin gespannt. Schau, ich bin schon ein bisschen müde hier, mein Mii zumindest. Deswegen würde ich sagen, hier Schluss machen für die heutige Folge. Und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge wieder. Lasst uns gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge wieder. Habt einen schönen Tag und ciao!